vielen Jahren in einem Interview. Und der Journalist, er hat während der ganzen Sendung hat er mich Müller genannt. Das fand ich irrsinnig lustig. Und am Schluss sagt er, na, Herr Müller, gibt es noch irgendetwas, was Sie unseren Zuhörern sagen möchten? Dann habe ich gesagt, nein, ich habe gesagt, es gibt tatsächlich immer wieder Leute, die nennen mich Meier. Und dann sagt er, unglaublich, was gibt es für Idioten auf dieser Welt? Mein Chef ist heute der große Dieter Meier, den alle kennen, weil er ein Teil von Yellow ist und die wiederum so großartige Musik erfunden haben wie The Race oder Oh Yeah. Mittlerweile ist er auch Gastronom. Er hat einen eigenen Wein, den er in Argentinien anbaut, den er dann in seinen Restaurants verkauft. Und eins dieser Restaurants ist in Berlin und da habe ich ihn einen Tag lang begleitet. Hallo! Wunderbar, wie angekündigt. Katrin Bauerfeind, ich freue mich. Dieter Meier, meinerseits. Dieter Meier, geboren am 4. März 1945 in Zürich. Von Beruf Musiker, Konzeptkünstler, Autor, Bierbauer, Gastronom, Investor und Millionär. Außerdem war er mal in der Schweizer Golfnationalmannschaft. Was gibt's denn so zu tun an einem ganz normalen Tag im Leben von Dieter Meier? Das ist nicht ein ganz normaler Tag, der beginnt schon mit etwas Außergewöhnlichen, indem ich gestern hier in Berlin mein Stecktuch verloren habe. Mhm. Und das wäre dann Ihre erste Aufgabe, mir ein dem Tag entsprechendes Stecktuch zu kaufen. Nachher gehen wir in Geschäfte und suchen Cocktailgläser für den Drink, der speziell für diesen Tag gemixt wurde. Mhm. Und nachher gehen wir Golf spielen. Und am Abend dann gehen wir in eine Bar, die ich hier eröffnen werde, eine Bar-Lounge. Und dort werden wir eine Baustellenparty feiern mit dem frisch gemixten Gin-Drink von meinen argentinischen Wacholder und Brombeer. Hier. Hallo. Oh, was für eine reiche Auswahl. Jetzt ist es die. Was würden Sie denn jetzt für mich für ein Tuch sehen? Also worauf kommt es denn an? Worauf legen Sie den Wert bei einem Einstecktuch? Das ist jetzt oder Ihre Hauptsache Einstecktuch, weil sonst zu nackt. Ja, ich fühle mich nicht wirklich gekleidet ohne ein Tuch hier. Ja, das sage ich auch jeden Tag. Und ohne ein Tuch hier. Und das Tuch hier, das soll eigentlich, wie soll ich sagen, so eine diskrete Andeutung sein von Stecktuch. Nichts Lautes. Wie ist es denn mit Marken? Tragen Sie gerne so Marken, sodass man jetzt sieht, das ist eine Marke, oder lieber genau das Gegenteil? Das Gegenteil. Nein, nein, keine Marken. Nein. Ich finde sowas vielleicht zu dem Das verspielt sich gut. Ja? Mhm. Dann würde ich sagen, das wollen wir es damit probieren? Das steckst du mir mal ein. Passt das zu Ihrer Persönlichkeit? Das sollte es ja auch, ne? Ja, klar, aber das ist okay. Das ist okay. Das ist nicht zu laut und nicht zu leise. Wir schauen uns das an. So. Und wie kommt das? Ja. Ja? Nee, doch, das ist okay. Echt? Ja. Dankeschön. Super. Gut, dann haben wir die erste Aufgabe haben wir geschafft. Die erste Anordnung sozusagen haben wir hinter uns gebracht. Ja? Okay, so fängt gut an. Dieter Meier ist ja ein großer Anhänger des Dandyismus, also eine gewisse Exklusivität, was Klamotten und Lebensführung angeht. Und mein erster Eindruck ist, also das ist die ganz alte und sehr originelle Schule. Und das ist total geil, weil das gibt's ja heute gar nicht mehr. Ja. Sie haben 5 Wohnsitze. Mhm. Was muss ein Wohnsitz haben, damit er Ihr Wohnsitz wird? Ich suche mir, was ich machen möchte. Und dort, wo das dann möglich ist, also gerade jetzt auf dem Gebiet der Landwirtschaft, dort lasse ich mich natürlich nieder. Nicht? Also ich bin in Argentinien an verschiedenen Orten. Und das hat aber immer damit zu tun, dass ich als Bio-Anbauer diese Voraussetzungen suche, die eben Bio möglichst problemlos anbauen lassen. Ja. Und warum wollten Sie das überhaupt machen? Warum haben Sie sich überhaupt dafür interessiert, Bio-Anbau und Wein und so? Ich bin als kleiner Junge zum Teil
bei meinen Großeltern auf dem Land aufgewachsen, also oft in den Ferien dort auch. Und habe ich irgendwo diese glückliche Zeit als Kind wieder gesucht, wo ich eben mich versucht habe, schon als kleiner Junge auf Bauernhöfen nützlich zu machen. Und das Größte war immer, dass ich schon, ich weiß nicht, da war ich vielleicht 10 oder 12, Jauche auszufahren. Ja. Und hat es funktioniert? War das dann der gewünschte Ausflug zurück in die Kindheit? Absolut, ja. Also ich fühle mich wahrscheinlich nirgendwo glücklicher als auf einem weiten Land und zusammen mit Leuten, die dort leben und arbeiten, im Dialog mit diesen Leuten. Und das ist für mich absolutes Eldorado. Also das Faszinierende an Dieter Meier finde ich, was der schon alles gemacht hat und was der alles macht. Du musst erstmal so drauf sein zu sagen, ich bin jetzt Superstar, aber jetzt suche ich mir trotzdem erstmal ein Weinbaugebiet in Argentinien. Also nicht am Erfolg festzuhalten, sondern direkt was Neues auszuprobieren. Und er wirkt auch so, als wäre die eine Erfahrung für ihn genauso wertvoll wie die andere. Krass. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. So. Wir haben einen speziellen Wunsch. Ja. Ja. Da ich kein Gin-Trinker bin an sich, weiß ich nicht, wie Gin-Gläser aussehen. Verschieden. Das ist ein typisches. Das ist echt? Ja. Gekauft werden aber auch die hier. Also was? Okay. Ich glaube, das liegt. Worauf kommt es denn an? Dass es gut in der Hand liegt, dass die oder schön auf die Qualität, sind? Dass die das ist eine sehr gute Qualität von ja, ja. Das ist auch mundgeblasen, auch eine gute Qualität, das ist aber ganz neu und es kostet 5,5 Euro. Aber nicht, weil es schlecht ist, sondern weil es ganz neu ist. Ja. Das hat ein schönes Gewicht, dieses Glas. Ja. Das ist aus den 16 Jahren. Wunderbares Gewicht. Das ist ein sehr schönes Glas. Das kann man gut nehmen. Und das hier gefällt mir eigentlich besser von seiner Schlichtheit. Ja, das ist ein ganz typisches Gin-Glas. Mhm. Ja. Dann machen Sie es richtig, hundertprozentig. Dann würde ich doch sagen, das heißt, das ist ja Ihre Entscheidung, oder? Also ich muss es entscheiden. Ja klar, ich sage, Frau Bauermeister, suchen Sie das richtige Glas. Und da geht's ab, oder? Das ist mir so ein bisschen zu Blumenvase. Mhm. Ja. Mhm. Ja, also ich würde sagen, die hier. Ja, dann bin ich einfach mal d'accord als gute Assistentin. Schönes Gewicht und schlicht und einfach. Das ist sehr schön. Super gut. Freuen Sie sich denn dann eigentlich auch nochmal, wenn Sie sowas finden und dann kostet es nur 5 Euro? Oder ist Ihnen groß? 500 also, interessiert das. Das ist mir nicht Wurst, aber leider sind die schönen Dinge nicht immer so günstig. Ja? Ja. Also gerade bei Kleidern, ja, ein schönes Tuch und ein gut gemachtes Jackett, da sind 40, 45 Arbeitsstunden drin, ja, und das ist dann natürlich, hat seinen Preis. Mhm. Aber ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben ein Jackett weggeschmissen. Ja, die manchmal verschwinden die, dass ich die jahrelang nicht trage, und plötzlich finde ich das wieder wie einen alten Freund. Und die sind alle geschneidert für Sie und von Ihnen gemacht? Nein, also? Ich gehe zum Teil auch in Second-Hand-Läden, ja, und finde dort etwas, was wie für mich gemacht ist. Tatsächlich, es ist überhaupt nicht kein Snobismus dahinter, wenn ich zum Schneider gehe. Ich würde jedes Jackett, das mich anlacht, würde ich auch tragen. Auch aus dem Abfalleimer raus. Absolut. Die Kleidung ist ja sozusagen ein getragenes Gedicht. Nicht? Und ob man will oder nicht, trifft man ästhetische Entscheidungen. Ja. Nicht? Und meine Entscheidungen, die sind eigentlich nur getragen davon, wie ich mich an einem Tag fühle. Mhm. Wenn ich eine frivole Stimmung habe, dann ziehe ich mich etwas lauter an. Ja? Und manchmal täusche ich mich auch, dass ich mit irgendetwas aus dem Haus gehe, was, jetzt sage ich mal, eher laut ist. Und das stimmt dann nicht mit meiner Stimmung überein. Dann gehe ich nach Hause und ziehe mich um. Echt? Und das hat absolut nichts mit Eitelkeit zu tun. Nicht ein eitler Mensch, der will ja scheinen. Mhm. Der will ja sozusagen einen Eindruck erwecken auf andere. Und das ist mir völlig egal. Wenn ich, nur für sich. Wenn ich in der Mitte von Patagonien bin, auf einer einsamen Schaffarm, dann ist das genau die gleiche Prozedur.
Dieter Meier hat ja in seinem Leben schon total viel ausprobiert und alles, was er anpackt, wird scheinbar ein Erfolg. Als er 26 war, da ist er zum Beispiel nach New York gegangen und hat versucht, Passanten dort die Wörter Yes oder No für einen Dollar abzukaufen. Und mit dieser Kunstaktion ist er direkt in der New York Times gelandet. Wenn man sich ihren Lebenslauf anguckt, dann hat man ja eher das Gefühl, sie hätten sich eigentlich erstmal für alles interessiert. Bei dem Pensum alleine, das sie abgerissen haben. Das Eigenartige ist eigentlich, dass ich die meisten Dinge gar nicht suche. Sondern das ist so, ich komme mir vor wie einer, der an einem Fluss sitzt und eigentlich unglaublich faul ist und einfach zuschaut, was da vorbeigetrieben wird. Ja? Und wenn irgendetwas mich interessiert, aus unterschiedlichen Gründen, dann springe ich da rein und bin immer überrascht, dass ich dann das auch nicht mehr loslasse. Ja? Ich habe immer, wenn mir irrsinnig langweilig war, habe ich schlechte Drehbücher geschrieben. Ja? Es gibt ja nichts Einfacheres als ein schlechtes Drehbuch schreiben. Und eins dieser Drehbücher, das hatte den Titel Sehnsucht nach allem. Und der ist aber gar nicht schlecht, der Titel. Das Drehbuch war auch nicht so. Das war eines der wenigen gelungen, einigermaßen. Nicht? Das war, als Sie den Förderpreis gewonnen haben und davon in Italien in der Zeitung gelesen genau, haben. Genau, das war die Geschichte. Ja, die kennen Sie schon. Ja, das, aber da habe ich gedacht, als ich das gelesen habe, ich meine, das gibt es doch nicht. Dann schreiben Sie mal eine Kolumne für die NZZ, dann kriegt es direkt den Medienpreis. Und so. Es scheint ja wie ein Fluch an Ihnen zu hängen, dass alles, was Sie machen, einfach erfolgreich bis mega erfolgreich wird. Nee. Ich habe unvorstellbare Rohrkrepierer produziert. Ja, ist das? Ja, ja, natürlich. Aber was sind denn die Rohrkrepierer? Bleibt am Ende nur der Erfolg? Nee. Ich habe im Silicon Valley eine Firma gehabt, mein vielleicht größtes Unternehmen. Die hat die ersten volldigitalen Mischpulte gebaut. Großen Filmmischer von Hollywood haben damit gearbeitet, aber ich habe Hände und Hosen verloren damit. Ja. Aber was ich irgendwie von meinen Eltern gelernt habe, ist, dass die Niederlage ist ja auch nur eine Form der Erfahrung. Ja, und man muss auch lernen zu straucheln, weil wenn man immer Angst davor hat, vor allem Angst um seinen Ruf und dass man verspottet wird, wenn man scheitert und so, dann geht man auch nie etwas an. Ja. Und das habe ich von meinen Eltern gelernt, dass eben, ja. Aber das ist doch im Prinzip das größte Geschenk, das Eltern einem machen können. Dass man auch keine Angst hat vor dem Leben eigentlich. Weil Scheitern gehört ja auch dazu. Das glaube ich, ja, das ist absolut das. Hier sind wir, wunderbar. Und zwar in seinem Restaurant. Und da werden wir jetzt versuchen, einen Cocktail zu kreieren, der abends auf der Einweihungsparty seiner neuen Bar in Mitte in Schulz. Hallo. Katrin, hallo. Sehr, freut mich. Gleichfalls. Hallo. Das ist der beste Cocktailmixer-Macher der Welt. Aber ziemlich weit vorne. Ja. Wir möchten ja natürlich, dass Sie uns einen neuen Drink mixen auf Gin-Basis. Das ist ja mein argentinischer Gin, der hier ist. Ja? Ojo de Agua, so heißt auch die Farm, auf der wir eine Brombeerplage haben, ja, zu viele Brombeeren. Und weil wir Bio sind, können wir die nicht mit Chemie wegbringen. Diese wilden Beeren haben wir gepflückt, haben wir tiefgefroren und dem Brenner in der Schweiz geschickt, der dann den klassischen Gin, der auf Wacholder beruht, mit dem feinen Geschmack dieser Brombeeren angereichert hat. Ist das krass. Und der hat jetzt schon wieder Preise gewonnen auch, ne? Der hat tatsächlich einen Gin-Preis gewonnen. Haben Sie eine spezielle Vorstellung? Wollen wir nicht einfach du sagen? Jetzt vielleicht. Das ist der Moment, das ist der absolute Moment. Am Tresen, nicht? Ja, ich bin die Katrin. Also ich bin der Dide. Ich freue mich. Jetzt ist mir das Du rausgerutscht. Dann müssen wir ab jetzt los. Absolut. Na gut. Hast du eine spezielle Vorstellung davon, wie der hinterher schmecken soll? Oder bist du eigentlich relativ offen und guckst mal, was... Ich bin kein großer Fan, das geht mir auch beim Essen so, von komplizierten sozusagen Überdeckungen des Produktes. Ja? Also wenn dann, ich sage jetzt mal, zu einem Fisch, der einen wunderbaren, feinen Eigengeschmack hat, irgendeine verrückte Soße drauf ist, dann kann ich ja gleich Buletten essen. Also als erstes geben wir
einen Barlöffel magst du machen? Und ich sag an, oder? Ich möchte erst wissen, was das ist. Das ist Pflaumenmus. Ah, okay, ne, das geht. Pflaumenmus? Ja. Pflaumenmus. Interessant. Das okay. Haben wir jetzt noch nie gesehen. Und ist das jetzt sozusagen Improvisation oder arbeitest du oft mit Pflaumenmus? Also, da wird mittlerweile alles vermixt in der Bar. Alles, was in der Küche verwendet wird, wird auch mittlerweile in den Drinks verwendet. Ist man quasi wie ein Koch, wenn man jetzt so ein... Ja? Ich schon, ja. Ah, okay. Da sind wir mal gespannt, ob die Pflaume dem Gin gerecht wird. Wir sind bereit. Also, einen Barlöffel in den Shaker geben. Oder? Da rein. Genau, einfach einen Löffel. So? Oh, ja, das reicht, genau. Ist drin. Hast du einen Messbecher? Ja. So. Ja, okay, sehe ich. Mhm. Ja. So. Was ist das für ein verrücktes Gerät? Ich hab's. Was hat es eigentlich auf sich? Den Alkohol, also der Drink an sich bleibt mehr, aber dafür kriegst du es halt nicht so kalt. Es ist gut, ne? Lecker. Ich finde, dass man verrückterweise genau alle Komponenten schmeckt, wie wir sie da reingegeben absolut, haben. Ne? Ja. Der ist wirklich gut. Sehr gut, sehr gut, ja. Wunderbar. Ja, dann gibt's den heute Abend. Den Drink mixen wir heute zusammen. Der Tor, hier ist er, der Tor. Wir stoßen an auf den Toren. Mhm. Ja, wunderbar. Worüber reden wir? Ich fange jetzt an. Ich rede jetzt. Dein Lebenskonzept, ne? Immer so was ausprobieren, was einem gerade Spaß macht. Das zur Meisterschaft treiben und dann das nächste wieder machen. Das finde ich ja eigentlich das beste Lebenskonzept überhaupt. Meinst du, dass das deine Erziehung ist oder kann ich das jetzt noch lernen? Das kannst du sicher lernen, wobei das Wechseln von einem scheinbar so unterschiedlichen Objekt zu einem anderen, das ist eigentlich gar nicht so dramatisch. Ich würde das vergleichen mit Bergsteigen, es ist ein anderer Berg. Aber das Klettern und Kraxeln an sich, dass damit leben können, dass du mal eingeschneit wirst, in einem Biwak hängst für 3 Tage, das ist eigentlich überall das Gleiche. Die fachlichen Inhalte, die lernt man eigentlich relativ schnell. Und vor allem bin ich ja nicht jemand, der sich dann profilieren will in diesen Sachen drin, sondern ich bin unglaublich glücklich, wenn kompetente Leute, wie hier auch in diesem Restaurant, das machen. Ja? Also ich bin eigentlich immer im Dialog mit Leuten, die viel von einer Sache verstehen. Verstehe dann einigermaßen, worum es ginge. Aber diese Leute aus dem Dialog heraus, die machen das dann. Mhm. Ja, ich bin eigentlich nirgendwo ein Spezialist. Ich bin immer ein Dilettant geblieben. Er selbst bezeichnet sich immer als ewigen Dilettanten oder als Akrobat des Scheiterns. Und das klingt immer so, als wäre er so zufallserfolgreich. So als würde ihm das einfach alles immer so passieren. Das ist schon sehr auffällig. Warum ist das Schweizer Bescheidenheit oder warum redest du selber nie von Erfolg? Oder wehrst das immer so ab, wenn man sagt, dass du bist halt erfolgreich bis mega erfolgreich in fast allem, was du tust? Also, was heißt schon Erfolg? Ja, das Ganze ist ja immer ein Prozess. Und Erfolg heißt ja, dass du sozusagen auf dieser Erfolgsskala der existierenden Messgesellschaft, dass die ausschlägt, dass du dort Erfolg hast. Das ist Erfolg. Aber Erfolg ist eigentlich ganz etwas anderes. Erfolg, wirklicher Erfolg, ist ein Erfolg, das klingt jetzt fast ein bisschen esoterisch, aber es ist so, ist ein Erfolg nach innen. Ja, ist ein Erfolg, der dir etwas gibt, wo du etwas gelernt hast, wo du diesem unendlich lebenslangen Prozess zu werden wie ein Kind, wo du diesem Werden wie ein Kind, das dich finden und erfinden, wo du dem irgendwie näher kommst. Das ist eigentlich ein wahrer Erfolg. Und was ist dein größter beruflicher Erfolg für dich, unabhängig von dem, was draußen in der Welt als Erfolg behauptet wird? Ja gut, das geht dann zusammen natürlich schon auch mit dem Spaß und mit der Erfindung und der Freude. Nicht wie der Boris Blank und ich von Yellow. Wir waren ja eigentlich wie Kinder in einem Sandhaufen. Wir konnten keine Instrumente spielen, ich konnte nicht singen. Und wir haben da mit Sand und irgendwelchen Flaschendeckeln und Zweiglein haben wir da unsere kleine Fantasiewelt gebaut und haben unglaubliche Freude gehabt, ja, an dieser Arbeit. Wir waren also verschworen, der Boris noch mehr als ich, in der Erfindung der Klänge, die ja letztlich dann eine Erfindung deiner selbst ist.
Und das hat dann zufällig auch einen Erfolg nach außen gebracht. Aber niemals hätten wir den angestrebt. Und dann haben die beiden über 12 Millionen Platten verkauft. Unangestrebt. Und Dieter Meier ist der Sohn eines Privatbankiers, hätte eigentlich gar nicht arbeiten müssen. Und darüber war er in jungen Jahren so verzweifelt, dass er nichts mit sich anzufangen wusste und dann zwar alibimäßig Jura studiert hat, aber eigentlich eher pokersüchtig war. Als junger Kerl ist mir alles, was ich angefangen habe, wie Sand zwischen den Fingern durchgegangen. Ich habe nichts zustande gebracht, jahrelang. Und bin ja dann, um mich überhaupt zu spüren als normaler Kerl, in die Niederungen des Pokerspiels gefallen, wo ich eben diesen unmittelbaren Sinn des Busy Surviving hatte, den ein Boxer im Boxring hat. Wenn du am Pokertisch sitzt, dann gibt es keine Welt dahinter. Also ich erinnere mich, wenn da keine Partie war, dann bin ich wie ein streunender Hund so in der Stadt herumgelaufen. Das ist natürlich eine psychische Sucht, eine Sucht der pervertierten Sinnstiftung, wenn du an diesem Pokertisch sitzt. Und das wird so ein starkes Element, diese Form der Sinnstiftung, dass du gar nichts anderes mit dir anzufangen weißt. Also ich bin nicht ins Kino gegangen, ich bin nie in Konzerte gegangen. Ich habe mich für nichts im Grunde genommen interessiert, als wie diese Zockerei, 12 Stunden am Tag. Man kommt ja eigentlich nur weg, nicht abstrakt, indem man das aufhört, sondern indem irgendetwas anderes, und sei es noch so fein und klein, ins Leben reinkommt. Ja? Für mich war das, ein Logenschließer, den ich zufällig kennengelernt hatte, der die Konzertsäle auf und zu gemacht hat, die Türen, hat mir gesagt, ich kann dir immer einen Stuhl reinstellen, du kannst kommen und hörst ein Konzert. Und das habe ich gemacht. Das war die erste vernünftige Arbeit seit meinem Abitur, dass ich Musik gehört habe. Und das wurde ein kleiner Faden, an dem ich mich da rausgezogen habe, weil das war das erste andere echte, genuine Interesse, in diese klassische Musikwelt einzutauchen. Also diese Kindwerdung. Hast du dein Kind schon gefunden und die Verschüttungen freigelegt? Und also bist du am Ziel? Nein, das ist ein lebenslanger Prozess. Und der hört ja auf mit der Kunst des sich Verabschiedens, nicht? Der Kunst des Sterbens. Nicht? Das ist ja sozusagen der Höhepunkt, wo man sagt, okay, hoffentlich bei einigermaßen gutem Bewusstsein, das war's. Ja? Und deshalb ist das nicht jetzt abgeschlossen, sondern das ist im Umgang mit allem und jedem täglich findet eigentlich dieser Prozess statt. Wenn man sich dem ausliefert eben wirklich und sich nicht sozusagen absichert und immer eine Form von Maske trägt oder eine Hornhaut um sein Herz herum. Ja? Mhm. Die Idee, immer dem Herzen zu folgen und dann mit den Konsequenzen zu leben, statt Angst zu haben, das ist wirklich sehr bereichernd, wenn man jemanden trifft, der einfach das Leben lebt, das er gerne leben möchte. Und erinnert einen halt auch dran, dass einen ja selber eigentlich niemand davon abhält. Jetzt gehen wir golfen, oder? Ja, aber sicher. Aber sicher, City Golf. Golf ist die einzige westliche Sportart, die sozusagen dem Zen-Buddhismus nahe kommt. Ich bin so gespannt, ey. Jetzt machen wir gleich sportliches Meditieren. Du musst mir nur einmal zuschauen und dann machst du das auch. Das ist eigentlich super, das sieht schon sehr gut aus. Und dann so. Was findest du da dran meditativ? Guck mal auf den Ball. Oder? Oh nee, besser nicht. Wenn ein Zen-Meister Bogen schießt, dann hat er den Bogen eigentlich so über dem Kopf, ja, und lässt den Pfeil sausen. Mhm. Und er trifft auf 50 Meter in so ein Ding rein. Das ist also etwas, was mit einer tiefen Lockerung zu tun hat. Das zu tun, es ist eigentlich ein Zielen ohne zu zielen. Und beim Golf ist das genauso. Du kannst dich noch so verkrampfen und anstrengen und denken, jetzt mache ich den großen Golfschlag. Und wenn du dich hier hinstellst, kann ich dir das zeigen. Wenn du nicht diese totale Lockerung in dir drin hast, ja, man sagt, Golf findet eigentlich hier im Kopf drin statt und okay, nicht in den Armen, dann triffst du den Ball nicht. Ich
mal mit dem das auch spielen. Aha. Ja. Super. So, der war ja schon mal in der Luft, ne? Das war doch mal super. Und dann habe ich noch eine Frage. Ja. Wann hast du den denn bekommen? Den Pullover habe ich hier gekauft. Wenn ich schon einmal in Pankow Golf spiele, dann muss ich doch sofort eine Erinnerung nach Hause tragen. Ich habe gerade gedacht, wo kommt das Stöffchen denn auf einmal her? Nee, das da im Pro-Shop habe ich das mir sofort erstanden. Also, das war schon sehr anständig. Echt? Ja, absolut. Und das ist so deine tägliche Erholung sozusagen? Ja, also Erholung. Für mich ist eigentlich der ganze Tag eine einzige Erholung. Ja? Life is a holiday from being dead. Ja, okay, cool. Das ist ein ziemlich cooler Spruch. Ja, schon, oder? Wir sind ja lange genug tot, oder? Ja, das stimmt. Milliarden von Jahren sind wir tot. Und dann erscheinen wir plötzlich aus dem Universum hier auf unseren Planeten geschmissen. Und dann sind wir wieder Milliarden von Jahren tot, oder? Das ist doch ein Holiday. Glaubst du an Wiedergeburt und so Zeug? Nee, wenn ich überhaupt wieder auf die Welt komme, da komme ich als Ente auf die Welt. Warum? Als kleiner Junge habe ich mir immer gewünscht, eine Ente zu sein. Weil die Enten, die können schwimmen, gehen und fliegen. Oh. Nicht? Die beherrschen eigentlich die verschiedensten Elemente in ihrer Fortbewegung. Ist doch super, oder? Ich bring das weg, dann geht's los. Das ist es. So. Das ist aber ganz schön groß. Ich habe gedacht, das wird so eine kleine Bar. Das ist ja ein riesiger Laden. Nee, das ist hier oben wird so eher ein Speisesaal sein. Und hier kommt eine große Bar bis da nach hinten. Und da sind so niedrige Tische. Also, dann. Ja, dann legen wir mal los, ich sag dir das. Ja. Okay, also, was muss ich noch tun? Ja, Katrin, nicht? Das ist ja eine einzige Leere hier. Ich würde sagen, du nimmst die Tische ein bisschen raus. Ja. Und dann stellst du die Stühle darum herum. Und zwei Stühle würde ich an die Bar stellen. Okay. Dafür, ja, okay, gut. Stoßen wir an. Auf einen erfolgreichen Abend. Ja, und auf den argentinischen Gin. Ja, und dass es der erste gute Abend der Bar wird. Absolut, ja. Aber der Cocktail ist auf jeden Fall schon mal Bombe. Super. Jetzt geht's los, oder? Jetzt geht's los, ja, aber jetzt geht's los mit jetzt ist es schon vorbei. Schon vorbei. Jetzt ist der Tag schon vorbei. Der Tag ist vorbeigegangen wie im Flug. Ja, wirklich. Ja. Weil, weißt du warum? Nee. Weil du eine wunderbare, total inspirierte Zuhörerin bist, wenn ich da meine Geschichte erzähle. Danke. Zuhören ist eine Kunst. Mhm. Ja, und ich habe dir auch gerne zugehört. Ja, ich habe dir auch gerne zugehört. Ich dachte, einen ganzen Tag lang, immer wieder vor der Kamera, das ist ja mühsam, das ist endlos. Und der Tag ist vorbei geflogen. Oder findest du auch? Ja, finde ich auch. Danke für das Kompliment. Es ist mir eine Ehre gewesen, dass du mein Chef warst. Oh. Also tschüss. Bis bald. Ja. Tschüss. Aber einen trinken wir noch. Einen trinken wir. Das war mein Tag mit Dieter Meier, ein Chef, den ich mir auch an 364 anderen Tagen im Jahr sehr gut vorstellen könnte, aber es hilft ja nichts. Ich habe mich schon lange wieder woanders beworben. In der nächsten Woche ist mein Chef pam, 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 Detlef Dies Host. Bis dahin. Tschüss. Und das sprichst du? Das spreche ich. Du musst ein bisschen lachen, wa? Du dachtest wahrscheinlich so, dass ich sage, so, leg dich jetzt hin. Und sei entspannt. Los. Jetzt denkst du, bist schon in der Band. Los, komm. Aber das ist doch im Prinzip das größte Geschenk, das Eltern einem machen können. Dass man auch keine Angst hat vor
vor dem Leben eigentlich. Weil Scheitern gehört ja auch dazu. Das glaube ich, ja, das ist absolut das. Hier sind wir. Hier sind wir, wunderbar. Und zwar in seinem Restaurant. Und da werden wir jetzt versuchen, einen Cocktail zu kreieren, der abends auf der Einweihungsparty seiner neuen Bar in Mitte in Schulz. Hallo. Hallo. Katrin, hallo. Sam, freut mich. Gleichfalls. Hallo. Das ist der beste Cocktailmixer-Macher der Welt. Aber ziemlich weit vorne. Ja. Wir möchten ja natürlich, dass Sie uns einen neuen Drink mixen auf Gin-Basis. Das ist ja mein argentinischer Gin, der hier ist. Ja? Ojo de Agua, so heißt auch die Farm, auf der wir eine Brombeerplage haben, ja, zu viele Brombeeren. Und da wir bio sind, können wir die nicht mit Chemie wegbringen. Diese wilden Beeren haben wir gepflückt, haben wir tiefgefroren und dem Brenner in der Schweiz geschickt, der dann den klassischen Gin, der auf Wacholder beruht, mit dem feinen Geschmack dieser Brombeeren angereichert hat. Ist das krass. Und der hat jetzt schon wieder Preise gewonnen auch, ne? Der hat tatsächlich einen Gin-Preis gewonnen. Haben Sie eine spezielle Vorstellung? Wollen wir nicht einfach du sagen? Jetzt vielleicht. Das ist der Moment, das ist der absolute Moment. Am Tresen, nicht? Ja, ich bin die Katrin. Also ich bin der Dide. Ich freue mich. Jetzt ist mir das Du rausgerutscht. Dann müssen wir ab jetzt los. Absolut, absolut. Na gut. Hast du denn eine spezielle Vorstellung davon, wie der hinterher schmecken soll? Oder bist du eigentlich relativ offen und guckst mal, was... Ich bin kein großer Fan, das geht mir auch beim Essen so, von komplizierten sozusagen Überdeckungen des Produktes. Ja? Also wenn dann, ich sage jetzt mal, zu einem Fisch, der einen wunderbaren, feinen Eigengeschmack hat, irgendeine verrückte Soße drauf ist, dann kann ich ja gleich Buletten essen. Also als erstes geben wir einen Barlöffel. Magst du machen? Und ich sag an, oder? Ich möchte erst wissen, was das ist. Das ist Pflaumenmus. Ah, okay, ne, das geht. Pflaumenmus. Ja. Pflaumenmus. Interessant. Das okay. Haben wir momentan nie Saison und ist das jetzt sozusagen Improvisation oder arbeitest du oft mit Pflaumenmus? Also da wird mittlerweile alles vermixt in der Bar. Alles, was in der Küche verwendet wird, wird auch mittlerweile in den Drinks verwendet. Ist man und quasi wie ein Koch, wenn man jetzt so ein... Ja? Ich schon, ja. Ah, okay. Da sind wir mal gespannt, ob die Pflaume dem Gin gerecht wird. Wir sind bereit. Also ein Barlöffel. In den Shaker geben? Genau. Da rein? Genau, einfach einen Löffel. So? Oh, ja, das reicht, genau. Ist drin. Hast du einen Messbecher? Ja. So. Ja, okay, sehe ich. Mhm. Und davon in Italien in der Zeitung gelesen? Genau, das war die Geschichte, die kennen Sie schon. Ja, ja, das, aber da habe ich gedacht, als ich das gelesen habe, ich meine, das gibt es doch nicht. Dann schreiben Sie mal eine Kolumne für die NZZ, dann kriegt es direkt den Medienpreis. Und so. Es scheint ja wie ein Fluch an Ihnen zu hängen, dass alles, was Sie machen, einfach erfolgreich bis mega erfolgreich wird. Nee, nee. Ich habe unvorstellbare Rohrkrepiere produziert. Ja, ist das so? Ja, ja, natürlich. Aber was sind denn die Rohrkrepiere? Bleibt am Ende nur der Erfolg? Nee, nee. Ich habe im Silicon Valley eine Firma gehabt, mein vielleicht größtes Unternehmen, die hat die ersten volldigitalen Mischboote gebaut. Die großen Filmmischer von Hollywood haben damit gearbeitet, aber ich habe Hände und Hosen verloren damit. Ja. Aber was ich irgendwie von meinen Eltern gelernt habe, ist, dass die Niederlage ist ja auch nur eine Form der Erfahrung. Ja, und man muss auch lernen, zu straucheln, weil wenn man immer Angst davor hat, vor allem Angst um seinen Ruf und dass man verspottet wird, wenn man scheitert und so, dann geht man auch nie etwas an. Ja? Und das habe ich von meinen Eltern gelernt, dass eben, ja. Aber das ist doch im Prinzip das größte Geschenk, das Eltern einem machen können, dass man auch keine Angst hat vor dem Leben eigentlich, weil Scheitern gehört ja auch dazu. Das glaube ich, ja, das ist absolut das. Hier sind wir. Hier sind wir, wunderbar. Und zwar in seinem Restaurant und da werden wir jetzt versuchen, einen Cocktail zu kreieren, der abends auf der Einweihungsparty seiner neuen Bar in Mitte in Schulz. Hallo. Hallo. Katrin, hallo. Sam, freut mich. Gleichfalls. Hallo. Das ist der beste Cocktailmixer-Macher der Welt. Aber ziemlich weit vorne. Ja. Wir möchten ja natürlich, dass Sie uns einen neuen Drink
mixen auf Gin-Basis. Das ist ja mein argentinischer Gin, der hier ist, ja, Ojo de Agua, so heißt auch die Farm, auf der wir eine Brombeerplage haben, ja, zu viele Brombeeren. Und da wir bio sind, können wir die nicht mit Chemie wegbringen. Diese wilden Beeren haben wir gepflückt, haben wir tiefgefroren und dem Brenner in der Schweiz geschickt, der dann den klassischen Gin, der auf Wacholder beruht, mit dem feinen Geschmack dieser Brombeeren angereichert hat. Ist das krass. Und der hat jetzt schon wieder Preise gewonnen auch, ne? Der hat tatsächlich einen Gin-Preis gewonnen. Haben Sie eine spezielle Vorstellung? Wollen wir nicht einfach du sagen? Jetzt vielleicht. Das ist der Moment, das ist der absolute Moment. Am Tresen, nicht? Ja, ich bin die Katrin. Also ich bin der Dide. Ich freue mich. Jetzt ist mir das Tagen. Ja, also Erholung. Für mich ist eigentlich der ganze Tag eine einzige Erholung. Ja? Life is a holiday from being dead. Ja, okay, cool. Nicht? Das ist ein ziemlich cooler Spruch. Ja, schon, oder? Wir sind ja lange genug tot, oder? Ja, das stimmt. Milliarden von Jahren sind wir tot. Und dann erscheinen wir plötzlich aus dem Universum hier auf unseren Planeten geschmissen. Und dann sind wir wieder Milliarden von Jahren tot. Oder? Das ist doch ein Holiday. Glaubst du an Wiedergeburt und so Zeug? Nee. Wenn ich überhaupt wieder auf die Welt komme, dann komme ich als Ente auf die Welt. Warum? Als kleiner Junge habe ich mir immer gewünscht, eine Ente zu sein. Weil die Enten, die können schwimmen, gehen und fliegen. Oh. Die beherrschen eigentlich die verschiedensten Elemente in ihrer Fortbewegung. Ist doch super, oder? Ich bring das weg, dann geht's los. Das ist es. Ah. Ist aber ganz schön groß. Ich habe gedacht, das wird so eine kleine Bar. Das ist ja ein riesiger Laden. Nee, das ist hier oben. Wird so eher ein Speisesaal sein. Und hier kommt eine große Bar bis da nach hinten. Und da sind so niedrige Tische. Also, dann. Ja, dann legen wir mal los, ich sag dir das. Ja. Okay, also, was muss ich noch tun? Ja, Katrin, nicht? Das ist ja eine einzige Leere hier. Ich würde sagen, du nimmst die Tische ein bisschen raus. Ja. Und dann stellst du die Stühle darum herum. Und zwei Stühle würde ich an die Bar stellen. Okay. Dafür, ja, okay, gut. Stoßen wir an. Auf einen erfolgreichen Abend. Ja, und auf den argentinischen Gin. Ja, und dass es der erste gute Abend der Bar wird. Absolut, absolut, ja. Aber der Cocktail ist auf jeden Fall schon mal Bombe. Super. Jetzt geht's los, oder? Jetzt geht's los, ja, aber jetzt geht's los mit, jetzt ist es schon vorbei. Schon vorbei. Jetzt ist der Tag schon vorbei. Der Tag ist vorbeigegangen wie im Flug. Ja, wirklich. Ja. Weil, weißt du warum? Nee. Weil du eine wunderbare, total inspirierte Zuhörerin bist, wenn ich da meine Geschichte erzähle. Danke. Zuhören ist eine Kunst. Mhm. Ja, und ich habe die auch gerne gemacht. So heißt auch die Farm, auf der wir eine Brombeerplage haben. Ja, zu viele Brombeeren. Und da wir bio sind, können wir die nicht mit Chemie wegbringen. Diese wilden Beeren haben wir gepflückt, haben wir tiefgefroren und dem Brenner in der Schweiz geschickt, der dann den klassischen Gin, der auf Wacholder beruht, mit dem feinen Geschmack dieser Brombeeren angereichert hat. Ist das krass. Und der hat jetzt schon wieder Preise gewonnen auch, ne? Der hat tatsächlich einen Gin-Preis gewonnen. Haben Sie eine spezielle Vorstellung? Wollen wir nicht einfach du sagen? Jetzt vielleicht. Das ist der Moment, das ist der absolute Moment. Am Tresen, nicht? Ja, ich bin die Katrin. Also ich bin der Dide. Ich freue mich. Jetzt ist mir das Du rausgerutscht. Dann müssen wir ab jetzt los. Absolut, absolut. Na gut. Hast du denn hast du eine spezielle Vorstellung davon, wie der hinterher schmecken soll? Oder bist du eigentlich relativ offen und guckst mal, was... Ich bin kein großer Fan, das geht mir auch beim Essen so,
von komplizierten sozusagen Überdeckungen des Produktes. Ja? Also wenn dann, ich sage jetzt mal, zu einem Fisch, der einen wunderbaren, feinen Eigengeschmack hat, irgendeine verrückte Soße drauf ist, dann kann ich ja gleich Buletten essen. Also als erstes geben wir einen Barlöffel. Magst du machen? Und ich sag an, oder? Ich möchte erst wissen, was das ist. Das ist Pflaumenmus. Ah, okay, ne, das geht. Pflaumenmus? Ja. Pflaumenmus. Interessant. Das okay. Haben wir jetzt noch nie gesehen. Und ist das jetzt sozusagen Improvisation oder arbeitest du oft mit Pflaumenmus? Also da wird mittlerweile alles vermixt in der Bar. Alles, was in der Küche verwendet wird, wird auch mittlerweile in den Drinks verwendet. Ist man quasi wie ein Koch, wenn man jetzt so ein... Ja? Ich schon, ja. Ah, okay. Da sind wir mal gespannt, ob die Pflaume dem Gin gerecht wird. Wir sind bereit. Also einen Barlöffel in den Shaker geben. Genau. Da rein. Genau, einfach einen Löffel. So? Oh, ja, das reicht, genau. Ist drin. Hast du einen Messbecher? Ja. So. Ja, okay, sehe ich. Mhm. Ja. Was ist das für ein verrücktes Gerät? Ich hab's. Was hat es eigentlich auf sich? Den Alkohol, also der Drink an sich bleibt mehr, aber dafür kriegst du es halt nicht so kalt. Es ist gut, ne? Lecker. Ich finde, dass man verrückterweise genau alle Komponenten schmeckt, wie wir sie da reingegeben Absolut, haben. Absolut, ne? Ja. Der ist wirklich gut. Sehr gut, sehr gut, ja. Wunderbar. Ja, dann gibt's den heute. Den Drink mixen wir heute zusammen. Der Tor, hier ist er, der Tor. Wir stoßen an auf den Toren. Mhm. Ja, wunderbar. Worüber reden wir? Ich fange jetzt an. Ich rede jetzt. Dein Lebenskonzept, ne? Immer so was ausprobieren, was einem gerade Spaß macht. Das zur Meisterschaft. Auch im Prinzip das größte Geschenk, das Eltern einem machen können. Dass man auch keine Angst hat vor... Vor dem Leben eigentlich, weil Scheitern gehört ja auch dazu. Das glaube ich, ja, das ist absolut das. Hier sind wir. Hier sind wir, wunderbar. Und zwar in seinem Restaurant und da werden wir jetzt versuchen, einen Cocktail zu kreieren, der abends auf der Einweihungsparty seiner neuen Bar in Mitte in... Schulz. Hallo. Hallo. Katrin, hallo. Sehr, freut mich. Gleichfalls. Hallo. Das ist der beste Cocktailmixer-Macher der Welt. Aber ziemlich weit vorne. Ja. Wir möchten ja natürlich, dass Sie uns einen neuen Drink mixen auf Gin-Basis. Das ist ja mein argentinischer Gin, der hier ist. Ja? Ojo de Agua, so heißt auch die Farm, auf der wir eine Brombeerplage haben, ja, zu viele Brombeeren. Und weil wir Bio sind, können wir die nicht mit Chemie wegbringen. Diese wilden Beeren haben wir gepflückt, haben wir tiefgefroren und dem Brenner in der Schweiz geschickt, der dann den klassischen Gin, der auf Wacholder beruht, mit dem feinen Geschmack dieser Brombeeren angereichert hat. Ist das krass. Und der hat jetzt schon wieder Preise gewonnen auch, ne? Der hat tatsächlich einen Gin-Preis gewonnen. Haben Sie eine spezielle Vorstellung? Wollen wir nicht einfach du sagen? Jetzt vielleicht. Das ist der Moment, das ist der absolute Moment. Am Tresen, nicht? Ja, ich bin die Katrin. Also ich bin der Dide. Ich freue mich. Jetzt ist mir das Du rausgerutscht. Dann müssen wir ab jetzt los. Absolut, absolut. Na gut. Hast du denn hast du eine spezielle Vorstellung davon, wie der hinterher schmecken soll? Oder bist du eigentlich relativ offen und guckst mal, was... Ich bin kein großer Fan, das geht mir auch beim Essen so, von komplizierten sozusagen Überdeckungen des Produktes. Ja? Also wenn dann, ich sage jetzt mal, zu einem Fisch, der einen wunderbaren, feinen Eigengeschmack hat, irgendeine verrückte Soße drauf ist, dann kann ich ja gleich Buletten essen. Also als erstes geben wir einen Barlöffel. Magst du machen? Und ich sag an, oder? Ich möchte erst wissen, was das ist. Das ist Pflaumenmus. Ah, okay, ne, das geht. Pflaumenmus. Ja. Pflaumenmus. Interessant. Das okay. Haben wir jetzt noch nie gesehen. Und ist das jetzt sozusagen Improvisation oder arbeitest du oft mit Pflaumenmus? Also da wird mittlerweile alles vermixt in der Bar. Alles, was in der Küche verwendet wird, wird auch mittlerweile in den Drinks verwendet. Ist man quasi wie ein Koch, wenn man jetzt so ein... Ja? Ich schon, ja. Ah, okay. Da sind wir mal gespannt, ob die Pflaume dem Gin gerecht wird. Wir sind bereit. Also einen Barlöffel. In den Shaker geben. Genau. Da rein. Genau, einfach einen Löffel. So? Oh, ja, das reicht, genau. Ist drin. Hast du einen Messbecher? Ja. So. Ja, okay, sehe ich. Mhm.
wunderbar, wie angekündigt. Katrin Bauerfeind, ich freue mich. Dieter Meier, meinerseits. Dieter Meier, geboren am 4. März 1945 in Zürich. Von Beruf Musiker, Konzeptkünstler, Autor, Bierbauer, Gastronom, Investor und Millionär. Außerdem war er mal in der Schweizer Golfnationalmannschaft. Was gibt's denn so zu tun an einem ganz normalen Tag im Leben von Dieter Meier? Das ist nicht ein ganz normaler Tag, der beginnt schon mit etwas Außergewöhnlichen, indem ich gestern hier in Berlin mein Stecktuch verloren habe. Hm. Und das wäre dann Ihre erste Aufgabe, mir ein dem Tag entsprechendes Stecktuch zu kaufen. Nachher gehen wir in Geschäfte und suchen Cocktailgläser für den Drink, der speziell für diesen Tag gemixt wurde. Mhm. Und nachher gehen wir Golf spielen. Und am Abend dann gehen wir in eine Bar, die ich hier eröffnen werde, eine Bar-Lounge. Und dort werden wir eine Baustellenparty feiern mit dem frisch gemixten Gin-Drink von meinen argentinischen Wacholder und Brombeer. Hier. Hallo. Oh, was für eine reiche Auswahl. Jetzt ist es die. Was würden Sie denn jetzt für mich für ein Tuch sehen? Also die, worauf kommt es denn an? Worauf legen Sie den Wert bei einem Einstecktuch? Das ist jetzt oder Ihre Hauptsache Einstecktuch, weil sonst zu nackt. Ja, ich fühle mich nicht wirklich gekleidet ohne ein Tuch hier. Ja, das sage ich auch jeden Tag. Und ohne ein Tuch hier. Und das Tuch hier, das soll eigentlich, wie soll ich sagen, so eine diskrete Andeutung sein von Stecktuch. Nichts Lautes. Wie ist es denn mit Marken? Tragen Sie gerne so Marken, sodass man jetzt sieht, nein, das Gegenteil? Das Gegenteil, nein. Okay. Nein, keine Marken, nein. Ich finde sowas vielleicht zu dem Das verspielt sich gut. Ja? Mhm. Da würde ich sagen, das wollen wir es damit probieren? Das steckst du mir mal ein. Passt das zu Ihrer Persönlichkeit? Das sollte es ja auch, ne? Ja, ja, klar, aber das ist okay. Das ist okay. Das ist nicht zu laut und nicht zu leise. Wir schauen uns das an. So. Und wie kommt das? Ja. Ja? Nee, doch, das ist okay. Echt? Ja. Dankeschön. Super. Gut, dann haben wir die erste Aufgabe haben wir geschafft. Die erste Anordnung sozusagen haben wir hinter uns gebracht. Ja, okay, so fängt gut an. Dieter Meier ist ja ein großer Anhänger des Dandyismus, also eine gewisse Exklusivität, was Klamotten und Lebensführung angeht. Und mein erster Eindruck ist, also das ist die ganz alte und sehr originelle Schule und das ist total geil. Ich eben diesen unmittelbaren Sinn des Busy Surviving hatte, den ein Boxer im Boxring hat. Wenn du am Pokertisch sitzt, dann gibt es keine Welt dahinter. Also ich erinnere mich, wenn da keine Partie war, dann bin ich wie ein streunender Hund so in der Stadt herumgelaufen. Das ist natürlich eine psychische Sucht, eine Sucht der pervertierten Sinnstiftung, wenn du an diesem Pokertisch sitzt. Und das wird so ein starkes Element, diese Form der Sinnstiftung, dass du gar nichts anderes mit dir anzufangen weißt. Also ich bin nicht ins Kino gegangen, ich bin nie in Konzerte gegangen, ich habe mich für nichts im Grunde genommen interessiert, als wie diese Zockerei, 12 Stunden am Tag. Man kommt ja eigentlich nur weg, nicht abstrakt, indem man das aufhört, sondern indem irgendetwas anderes, und sei es noch so fein und klein, ins Leben reinkommt. Ja. Für mich war das, ein Logenschließer, den ich zufällig kennengelernt hatte, der die Konzertsäle auf und zu gemacht hat, die Türen, hat mir gesagt, ich kann dir immer einen Stuhl reinstellen, du kannst kommen und hörst ein Konzert. Und das habe ich gemacht. Das war die erste vernünftige Arbeit seit meinem Abitur, dass ich Musik gehört habe. Und das wurde ein kleiner Faden, an dem ich mich da rausgezogen habe, weil das war das erste andere, echte, genuine Interesse in diese klassische Musikwelt einzutauchen. Also diese Kindwerdung. Hast du dein Kind schon gefunden und die Verschüttungen freigelegt? Und also bist du am Ziel? Nein, das ist ein lebenslanger Prozess. Und der hört ja auf mit der Kunst des sich Verabschiedens, nicht? Der Kunst des Sterbens. Nicht? Das ist ja sozusagen der Höhepunkt, wo man sagt, okay, hoffentlich bei einigermaßen gutem Bewusstsein, das war's. Ja? Und deshalb ist das nicht jetzt abgeschlossen, sondern das ist im Umgang mit allem und jedem täglich findet eigentlich dieser Prozess statt. Wenn man sich dem ausliefert eben wirklich und sich nicht sozusagen absichert,
und immer eine Form von Maske trägt oder eine Hornhaut um sein Herz herum. Ja. Mhm. Die Idee, immer dem Herzen zu folgen und dann mit den Konsequenzen zu leben, statt Angst zu haben, das ist wirklich sehr bereichernd, wenn man jemanden trifft, der einfach das Leben lebt, das er gerne leben möchte. Und erinnert einen halt auch dran, dass einen ja selber eigentlich niemand davon abhält. Jetzt gehen wir golfen, oder? Ja, aber sicher. Aber sicher, City Golf. Golf ist die einzige westliche Sportart, die sozusagen dem Zen-Buddhismus nahe kommt. Ich bin so gespannt, ey. Jetzt machen wir gleich sportliches Meditieren. Du musst mir nur einmal zuschauen und dann machst du das auch.